Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier auf gastrolix.de. Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist es endlich geschafft. Und zwar sind vorgestern die Teile gekommen für das Pint-Projekt. Mein erstes CaseCon quasi im 3D entworfen und dann die Teile anfertigen lassen und zusammengeschraubt. Und es passt soweit alles. Ich musste halt noch ein bisschen Gewinde schneiden, ein paar Löcher vergrößern. Ich habe mir das alles ein bisschen individuell gelassen, dass ich halt irgendwie so noch anpassen kann, falls was dann doch nicht so hundertprozentig passt. Weil meistens, gerade wenn man jetzt den ersten Versuch macht, jetzt hier aus dem 3D-Modell ein Gehäuse zu entwerfen oder zu bauen, meistens passt immer irgendwas nicht, wenn man irgendwas vergessen hat oder nicht dran gedacht hat. Aber in dem Fall habe ich es zusammengebaut bekommen und ja, ich würde euch jetzt kurz ein paar Details zu dem Gehäuse jetzt hier erklären. Wie ihr schon seht, ist es ein Open-Frame-Gehäuse. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal los. Ja, wie ihr jetzt hier schon seht, hier an der Front die Outstays-Behälter. Und zwar sind das jetzt hier zwei Heatkiller-Tubes 150 mit jeweils einer D5 Next. Die beiden Outstays-Behälter werden nachher intern parallel geschalten. Und ja, hier kommen dann noch zwei Taster hin. Einmal Power, einmal Reset. Das Ganze Vandalismus-Schalter mit LED-Beleuchtung. Hier hat das Aquero seinen Platz gefunden. Und hier unten, das fehlt noch, das wird nochmal nachgereicht, weil das nicht ganz richtig war, kommt noch ein externer USB-Anschluss hin. Das Ganze ist natürlich auch so gebaut, dass das Aquero, dass die Tasten hier schön zu bedienen sind, die originalen. Dann kommen wir, und zwar wie kommt die Flüssigkeit hoch zu den Komponenten nachher am Ende? Und zwar, ich weiß nicht, ob man das jetzt mal hier sieht. Ja, ich denke schon. Und zwar sind hier Durchführungen, die Anschlüsse, die kommen dann quasi hier dran und werden jetzt hier oben dann zur Grafikkarte und zur CPU geführt. Hier hinter diesen Abdeckungen, da sitzen dann die Lüfter, die Teile, die jetzt hier, was jetzt hier ausgespart ist, bis auf diese kreisrunden Ausschnitte, die werden noch mit einem Gitter versehen, einem schwarzen Gitter. Kommt von hinten dann dran. Und hier hinter sitzen dann quasi die beiden Radiatoren außen. Hier oben ist ein Deckel, die Kabel kommen quasi von oben unter diese Abdeckung durch und gehen dann ins Mainboard rein, beziehungsweise in die Grafikkarte rein. Habe ich halt so eine Abdeckung gemacht, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Ja, hier unten finden wir dann noch die, die Füße von dem ganzen Gehäuse. Die sind CNC gefräst und auch pulverbeschichtet. So wie alle Teile, das Gehäuse besteht komplett aus Aluminium, abgekantet und dann pulverbeschichtet. Und ich habe jetzt hier noch so Gummifüße drunter geklebt, dass das Gehäuse den Tisch nicht zerkratzt. So wie ihr hier oben sehen könnt, hier ist der Ausschnitt fürs Netzteil. Das Netzteil wird hier hängen ungefähr. Ja. Und hier links und rechts, ich mache mal kurz eine andere Bildeinstellung. Und hier links und rechts kommt ein 480er jeweils Radiator in einer Slim-Version hin. Und hier links und rechts kommt auch jeweils ein 480er Radiator in der dickeren Version hin. Ich glaube 45 mm. Wie ihr seht, sind hier vier 480er Radiatoren drin. Das war halt hier auch wirklich eine schöne Kühlung erreichen können von den Komponenten, die ja da auch nicht ohne sind am Ende. So Leute, das war's dann auch schon wieder hier auf gastrolix.de. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier meine Vorstellung zu meinem ersten CaseCon, zu meinem ersten vom 3D ins reelle PC-Bild. Also ich habe dieses Ding ja komplett in 3D entworfen und dann die Teile einfertigen lassen, weil ich halt einfach die Möglichkeiten nicht habe. Und das Ganze dann zusammengebaut und jetzt steht's hier. Finde ich schon mal sehr geil. Als nächstes geht es weiter hier mit den Gittern auf alle Fälle, die kommen rein. Mainboard und so weiter wird montiert, Netzteil kommt rein, um die Sleeve-Länge und so weiter auszumessen. Taster kommen rein. Radiatoren werden verbaut, Lüfter werden verbaut. Es gibt noch einiges zu tun, bis das Ganze fertig ist. Aber ich versuche es auf alle Fälle in den nächsten zwei Wochen so weit wie möglich alles fertigzustellen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat hier, die Art Vlog zum PC-Bild, dann lasst ein Abo da, würde ich mich freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier heißt Pint Project Vlog Nummer 3 hier auf gastrolix.de. Und dann sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen, bis dann, ciao.